your vows. Give up your vows. Jetzt sind wir am ersten Ziel unserer heutigen Tour angekommen. Am Mountain Coffee & Zoo. Heute mal etwas kreuz und quer mit dem Parken. Da hier doch nicht so viele Parkplätze für Motorräder bereit sind. Und dann schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Warte, ich mal Licht ausschalten müssen. Nicht, dass mal wieder die Batterie leer ist. Der kleine Bär sitzt im großen Bär. Also wie ihr seht, ist das wieder eine richtige Location für viele tolle Fotos, Selfies und sonstiges. Da hinten stehen ein paar Quads. Ja, und dann schauen wir mal, was uns hier alles erwartet. Auf jeden Fall wieder schön gemacht hier. Und kühl. Oh, herrlich. Auf Moped ist scheiße heiß. Mhm. Aha, hinten hat es auf jeden Fall Pferdestrauße. Ein paar größere Papageien. Ob das auch ein Zootier ist? Nichts aus, aber der tut sich hier wohl. Machen wir mal erst einen kleinen Rundgang, bevor wir ins Kaffee gehen. Hier jetzt Kopf einziehen. Bisschen arg niedrig für europäische Verhältnisse. Jetzt nicht gerade ein Riese, aber den Kopf muss ich trotzdem einziehen. Das ist dann die Aussichtsterrasse. Auch schön gemacht hier. Kinderparadies. Alles vorhanden. Gut, dann gehe ich mal zu den Jungs ins Café und dann schauen wir mal nachher, ob wir noch in den Zoo runtergehen. Bis dann. Ciao, ciao. How many?
Der kann so unter Wasser gehen, oder was? Also jetzt gucken wir erstmal die ganz komischen Tiere an, auf zwei Beine. Die schreien immer nur in der Landschaft rum. Aber alle wohl genährt, also denen scheint es alles sehr gut zu gehen. Also ich gehe davon aus, sie sind alle gut genährt. Keine Qualität im Zoo. Achso, wenn ich beim Wasserbüffel renne, dann sehe ich doch. Pony reiten auf Thai Horses, okay. Oh je. Da rennt unser Mittagessen. Bock, bock, bock. Übliche Streichelzoo mit Karnickel, darf ich natürlich auch nicht fehlen. Dann geht's hier weiter. Push, push, okay. Follow you. Say wait, I send attention. Okay. Oh, der Cloud. Der sagt, hey, gib mir alles. Ich bin alles. Oh. Du kriegst gar nichts, gell? Du bist halt nicht so aggressiv. Super. Oh ja. Was soll hier drin sein? Löwebabys. Ah, dahinter. Gibt's allein, tschüss voran, 100 Batterien. Ja, ja. Dahinter hockt er drin, die arme Sau. Da sind die Löwen drin. Ja, der stand halt schon wieder typisch asiatisch. Und dahinter in so einem kleinen Zwinger hockt dann der arme Löwe drin. Und der andere hängt in dem Zwinger. Aber der kann wenigstens raus, der da. Aber der liegt halt auch im Schatten. Dahinter ist der weiße Löwe. Aber ob man das durch die Kamera sieht, wage ich zu bezweifeln. Also dahinter hockt ein weißer Löwe im Zwinger. Viel Spaß haben sie ja nicht. Warum ich ihn zum Areal Löwe haben muss, frage ich mich dann schon. Aber klar, andere Kultur und hier liegen auch die Löwen. Zwei Stück. Träge. Oh, sollen sie auch groß machen. Okay. Tja, das kommt davon, wenn man einen Korb mit Futter dabei hat. Da wird man natürlich von allen Viechern angegriffen. Anführungszeichen. Oh oh. Schweinchenfight oder wie, hä? Die warten alle auf Leckereien, man sieht's. Okay,
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Geschworenen befinden den Angeklagten für schuldig des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl. Der Angeklagte wird verurteilt zu Hausarrest. Es wird ihm überlassen, wo er diesen verbringt. Stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.